So, eine Runde spielen wir noch. Diesmal nehmen wir eine Ardennen-Offensive oder die Ardennen-Offensive. Es werden ja mehrere Tage. Ich werde auch noch spielen. Jump ist wieder hier. Grüßt euch, Leute. Ich fange jetzt auch mal an. Ist schon ausgewählt? Ja, richtig gut. Jetzt werden wir erstmal unsere Einheiten wieder zusammensuchen müssen. Gehe ich mal von aus. Durchlesen hier. Wir müssen das aber natürlich nicht durchlesen. Ich kann das auch nicht die ganze Zeit durchlesen. So, das hätten die mal Zeit rausbringen können. Ich glaube, das wäre besser angekommen bei mir. So, als Comic. So, was nehmen wir uns jetzt? Falls jemand das Video davor gesehen hat und so, ich bin ja ein bisschen, wie soll ich sagen, mehr so Panzer fixiert. Wie zum Beispiel Panzerabwehrkanone würde ich auf jeden Fall nehmen. Aber man kann natürlich nicht nur die ganzen großen Einheiten nehmen, also... Und Frau Sherman, der ist auf jeden Fall gut. Leichter Panzer M5, den lasse ich weg. Und den Sherman. Habe ich den Sherman jetzt? Nein, den will ich nicht nehmen. Ich kann ihn nicht nehmen. Was soll das denn? Was haben wir denn hier noch? Die US-Pioniere. Wir nehmen das schwere MG, auf jeden Fall. Achso, ich gehe davon aus, dass die Einheiten, die auf jeden Fall mit bei sind. Jetzt verstehe ich. Gut. Ja, dann nehme ich mal einen leichten Panzer mit dazu. Eine Panzerbüchse Besucher. Panzerbüchse. Auch süß. Und ich habe nicht mehr viel Punkte. Ich habe noch 21 Punkte, damit kann ich nichts weiter kaufen hier. Ne, dann müssen wir so rein. Aber ich gehe mal davon aus, dass zwischendurch immer wieder mal Verstärkungen kommen werden. Okay, sie greifen an, wir müssen also verteidigen. Halten sie mindestens 2 Siegpunkte bis zum Ende von Runde 20. Okay, ich hoffe, diesmal gewinnen wir, weil in dem Video davor, die Runde, die habe ich ja verloren. In der Normandie. Sie befinden sich im Aufstellungsmodus. Gut. Sie fragen, wo stelle ich meine Einheiten auf? Hier stehen schon überall Einheiten, aber... Infanterie. Jetzt sind die alle hier so verteilt, dass... Jetzt könnte ich was das eigentlich so lassen. Rein theoretisch. Guck, hier sind noch lauter Männer drin. Das ist die Frage, warum sollten die nach oben? Ich werde sie hier irgendwie... Ja, das... Tja, wo setze ich die ein? Das ist eine gute Frage. Ich würde gerne die Packe hier oben irgendwie. Mhm. Ja, wie kann ich hier denn was aufstellen? Ach so. Drücken und festhalten, wie man es kennt. In anderen Spielen, so. So muss das heißen. Ja, dann will ich auch so lassen. Wo wollen jetzt die Pack? Hier ist ein Pack. Nur eine Pack hier. Die M5. Hier platzieren. Obwohl, hier ist die zweite Linie. Na, bei der zweiten Linie lasse ich einen Panzer hier. Ich will einfach schön heftig die gleich vorne aufhalten. Natürlich weiß ich nicht, mit was sie jetzt antreten hier. Ich hätte gern hier eine Pack, ehrlich gesagt. Hallo? Wie, kann ich jetzt mal aufstellen? So. Die Truppen werde ich in dem Dorf lassen. Ja, wie gesagt, die Packe hätte ich gerne nach vorne. Das ist 50 Kerl, das ist schwer mit MG. Ich nehme die Pack nach vorne. Hier rein. Werde dann Truppen, ich gehe mal davon aus, dass Truppen noch kommen werden, werde ich hier welche noch hinten einsetzen und so weiter und so fort. In dem Dorf befindet sich keiner. Gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Halten wir mal hier vorne. Infanterie. Besucher.
die Besucher, wo wollt ihr denn jetzt? Das sind ja schon. Gut. Wir legen uns runter. So, die Deutschen kommen an. Artillerie. Oh, Scheiße. Ich hoffe, die treffen nicht viel. Wäre jetzt dann blöd für mich. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sie gleich am Anfang mit Artillerie kommen. Der Panzer hat schon mal ein paar weggehauen. Aber gut. Oh, der Panzer wurde zerstört. Verdammt. Jetzt bin ich dran. Uiuiuiui. Gut, die Pack. Muss ich einfach mal einen Panzer wegfetzen. Hat ja nicht viel gebracht. Ich werde mich einfach nicht großartig bewegen. Oh shit. Ich glaube, der schafft das nicht. Dafür ist er viel zu klein. Ich sehe gerade, ich habe keine Verstärkung in diesem Spiel, in dieser Runde. Die Infanteristen brauche ich eigentlich gar nicht nach vorne bewegen. Ich will die hier aber auch nicht wegbewegen. Das Blöde ist, die Bazooka ist genau da, wo sie nicht sein soll. Das bringt hier überhaupt nichts. Scheiße. Ich lade erstmal die Truppen aus. Ich muss jagen. Ich will sie ausladen. Da waren noch Einheiten drin. Schnell bewegen, jagen. Und hier? Ja, ich will doch nichts jagen. Wie hatte ich dieses Truppenhaus? Ich werde wahnsinnig. Ich kann offensichtlich keine Truppen ausladen hier. Das ist echt blöd. Wenn ich mich recht entsinne, kann man die nur im offenen Feld ausladen oder irgendwo. Ja, irgendwo muss ich jetzt hin mit denen hier. Was ist das? Scheiße. Mörser. Ah. Komm aber nicht bis dorthin. Der Mörser bewegt sich gar nicht. Okay. Ja, das Blöde, ich muss diese Truppen loswerden hier. Die sollen ja raus. Okay. Bad MAA, sag ich da mal. Den schicke ich auch ein bisschen vor. Der muss sich drehen. Gott, ey. Ich glaube, die sind leer. Ich glaube, der zeigt nur an, dass man Truppen hätte befehligen, also einladen können. Wahrscheinlich dafür gedacht, um die Truppen schneller irgendwo hinzubringen. Ja, in dem Fall. Ich sehe eher weiter hinten. Die Bazooka werde ich mal irgendwo hier platzieren, wo sie ein bisschen gedeckt ist. So, jetzt würde ich sagen, wir sind fertig. Gucken, was die Deutschen noch machen. Oh, komplett ausgerottet. Richtig derb gleich nach vorne.
ich ja blöd bin, alle schon befördert werden hier, ich zu gar nichts komme. Die Bazooka sollte aber die Panzerwagen eigentlich platt kriegen. Und die packt nichts mehr. Mörser so schafft. Geht das nochmal? Nur geht das nicht. Schade. Bazooka. Hoffentlich sind die zu weit entfernt. Die Infanterie lasse ich auch da, wo sie ist, denn sie jetzt rauszuholen wäre mehr als übel. Ich lasse sie also hier im Hinterhalt. Blöde ist, ich werde die von Panzern umzingeln. Offensichtlich macht dieses kleine Geschütz nicht sonderlich viel Schaden. So, den werde ich hier platzieren. Einmal vorne drehen, genau. Ja, noch mehr Einheiten habe ich hier auch nicht. Ich könnte das 50 Kerl hier oben vielleicht noch positionieren. Weil ich stehe ganz alleine. Es ist auch fest. Okay, ich kann das nicht weiter einsetzen. Wer gewiss, schiebe ich mal hinten. Bisher sieht es gar nicht gut aus. Habe ich irgendwie die Truppen vergessen? Ich glaube, die hatte ich in der Runde davor gar nicht benutzt. Oder habe ich die anderen nicht benutzt? Ich weiß gar nicht, wen ich nicht benutze. So, die kann ich um die treffen. Ganz okay mit Schürze. Oh Gott, das sieht scheiße aus. Abgeprallt. Wie sollen die das alles aufhalten? Hier habe ich noch einen Mörser. Vielleicht eher auf den hier. Ne, das wird. Die treffen ja mal richtig gut. So, wir beenden die Runde. Gucken, was uns jetzt wieder fahren wird. Natürlich Artillerie, was sonst. Leider ist sie so genau wie meine Panzerabwehrkanonen. Oder glücklicherweise. Down, schade. Ich dachte, die fahren nichts zurück. Ich habe keine Verstärkung hier. Das ist ja dann doch schon eher ein bisschen schwieriger Modus hier. Oh. Das klang nur gerade wie ein Nebelwerfer. So, ich bin wieder dran. Oh Gott, ich werde hier so fertig gemacht. Das ist ein Mörser. Ich muss vernünftig einsetzen. Der Mörser trifft gar nichts. Frag ich mich gerade, wozu gibt's denn eigentlich? So, die machen mir keinen Mix mehr. Ich kann auch nichts mit diesem Pack erreicht, ja auch nichts. Das ist ein schnell bewegliches Ziel, aha. Ist das dann wohl auch? Gut, hier ist noch der andere Mörser. Bis da kommt er nicht. Ich versuche den hier nochmal wegzukriegen. War doch ein Treffer. Offensichtlich hat dieser Mörser gar keinen Effekt.
schon. Schaut mal hinter die Front. Abgeprallt. Was sagt uns das? Jetzt gleich Feierabend. Wer sind die denn hier? Die Infanterie dort. Da gibt es doch mal eins der Häuser. So, das 50 Kerl kann ich ja nicht bewegen. Den Mörser hatte ich auch schon. Die lasse ich dort. Ja, dann ist hier erstmal die Runde zu Ende. Das kann ich auch wieder. Oh, ich habe endlich mal einen zerstört. Fahren die direkt hier vorne jetzt rein oder was? Eieieiei. Gut, was können wir jetzt machen? Was schaffen wir hier? Ich setze den Mörser jetzt hier vorne ein. Obwohl, der könnte meine eigenen Leute treffen, oder? Ich muss es riskieren. Ja. Gut, gut, gut. Und noch ein zerstört. Super. Die Infanterie platziere ich jetzt hier. Und nochmal. So, wir haben einen getroffen. Das hat sich doch schon mal gelohnt dann. Die Infanteristen lasse ich dort. Die schicke ich in das Haus. Da sollen sie also verteidigen. Die haben wir auch noch da. Der Panzer ist weg. Den schon komplett auch noch. Okay, der zieht sich zurück. So, das schaffen wir mit dem Sherman. Aha, ich hänge hier fest. Gut, vielleicht sollte ich auch hier bleiben, denn ich will ehrlich gesagt gar nicht. Ja, die ziehen sich zurück, machen gar nichts. Die ist komplett ausgeräuchert hier, die Mannschaft. Hier unten habe ich nochmal 50 Kerl. Hier habe ich nochmal Mörser. Hier habe ich noch Mörser. Und was ist das hier? Nochmal 50 Kerl. Bringt ja auch nichts. Gut, ich versuche den Panzer nochmal. Okay, sie sind im Rückzug. Das heißt, sie haben doch einige Treffer abbekommen. Oder die Moral ist so schlecht, sodass sie sich jetzt zurückziehen. Genau so sieht das aus. Ich hab mich doch aus der Deckung gewagt. Scheiße. Wer hätte es gedacht? So, was hier hinten kommen jetzt welche? So ist Artillerie. Die nächste Angriffswelle rollt an. Ja, Gott, wie viel sind es denn noch? Auch im Rückzug. Nicht schlecht. Oh, die gehen ab. Jetzt sind sie sauer. Ja, wenn ich den Mörser habe, ist glaube ich alles in Ordnung, oder? Gott, scheiße, das sieht gar nicht gut aus. So. Halten Sie die drei Frontlinien. Ah, oh, was? Über Küche? So, der Mörser muss jetzt erstmal einiges richten. Gut. Solange die sich zurückziehen. Ich habe hier noch einen Bazooka. Ah, die ziehen sich zurück, die ziehen sich auch zurück. Jetzt die 50 Kerl wieder.
Leider kein getroffen, schade. Die Infanterie lasse ich immer noch dort. Ich will mich nicht weiter bewegen hier. Mit der Pack sollten wir doch einiges wegknallen hier. Okay, wir haben ihn zerstört. Das Ziel wurde zerstört, das ist schon mal gut. Der macht ja auch nichts mehr, weil er sich zurückzieht. Ach komm, was seid ihr beiden? Hier haben wir nochmal Mörser. Den, alles so weit weg. Echt? Damit muss ich den Raketenwerfer wegkriegen. Also direkter Treffer wäre schon besser gewesen. Das kann man nicht abstreiten. Also ich habe glaube ich jetzt alle eingesetzt. Wir sind ja doch schon ganz schön zurückgeworfen worden. So, gut. 50er. Ach so. Okay, solange sich die Truppen zurückziehen, ist glaube ich alles in Ordnung. Aber... die Stürme kann schon vor hier, aber ich weiß nicht, ob ich das noch 3 Runden halten kann. Aber gut, ich habe ja meine Infanterie noch. Was? Die haben die komplett fertig gemacht, Alter. Siegpunkt verloren, WTF. Mal wiederholen. Mal gucken, wie ich das mache. Oh Gott, sind das viele. Jesus, wie mache ich das jetzt? Es sind so viele Panzer vorne. Schwierig. Ist ein Mörserfeuer, ich hoffe, ich treffe damit was. Ja, ich treffe schon was, aber nicht genug. Was ist das hier? Sturmangriff 10%. Das lassen wir dann einfach mal. Haltet durch. Gut, die schießen jetzt nicht weiter. Ich hab noch mal eine Pack hier. Was ist das? Gezielt Panzerbrechen schießen, bitte. Schwierig, schwierig, schwierig. 50 Kerl kann ja eigentlich auch nicht wirklich was. Panzerbrechen schießen, naja. Sieht mit dem aus? Nee, was geht. Ja, die Schürzen machen doch was aus, obwohl die Panzerung ja auch nicht so krass ist, so fett ist. Scheiße, ich weiß nicht, was ich meine. Das sieht gar nicht gut aus. Gut, ich habe noch die Truppen dort, aber die Frontlinie ist weg. Ich soll die ja über 3 Runden halten. Ja, wie halte ich sie jetzt? Oh, großartige Verstärkung. Der zieht sich auch zurück. Wir sind so scheiße. Nicht. So, hier habe ich noch einen Mörser. Diesen Panzerwerfer, diesen Nebelwerfer kriegen wir. Kettenwerfer. Okay, der zieht sich zurück. Aber ich glaube, diese Runde, also dieses Match werden wir auch nicht gewinnen. Wir schieben die Granaten. Die dürfen bloß keine Moral verlieren. Ich meine, die haben da... Das sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, echt.
Ist auch schwierig, wenn man keine Verteidigung weiter hat. Die machen uns fertig hier. Meine letzte Hoffnung sind dann noch die Mörser, aber... Ah! Entdeckt. Ja, so sieht's aus, so kann man halt eine Runde verlieren. Und ordentlich. Scheiße. Ich kann auch nichts angreifen hier. Wenn ich endlich mal die Linie wieder zurückholen müsste irgendwann. Durch. Das sieht gar nicht gut aus. Ich bin hier echt am Verzweifeln. Der Panzerpost komme ich auch nirgendwo an. Jetzt hier hin. Komm ihn an. Oh. Ich weiß nicht, was soll ich sagen. Befestigung. Hier vorne habe ich auch gar nichts mehr. Ich habe hier noch meine 50 Kerl. Wie man sieht, bringt überhaupt nichts. Aber zieht sich zurück immerhin. Was mache ich jetzt? Das ist alles viel zu weit weg hier. Also, weil die einzige vernünftige Mördereinheit ist da. Und die ziehen sich zurück, dann werde ich. Ich weiß nicht, ich kann ihn nicht mehr. So. Beenden die Runde. Wir haben ja noch einen Bazooka. Die hätte ich ja fast vergessen. Und ich das im Guinness da ausräuchern. Oh ja, wir haben das bekommen. In Deckung bleiben. Ich sag mal, solange sich welche zurückziehen, gewinne ich ja ein bisschen Zeit, ne? Ist ja ganz logisch. Aber wenn wir hier so fertig gemacht werden, ich weiß nicht, wie ich das durchhalten soll. Das kann man nicht durchhalten. Ich habe noch eine Position erobert. Warte. Wir den Demon nicht ja gleich noch fertig machen, oder? Scheiße. Dieser verkackte Raketenwerfer. Jetzt bin ich blöd dran. Die Einheit ist schon gar nicht mehr vorhanden. So ein Kamikaze hier mit der Panzerfaust rauf. Tolle Wurst. Und hier hinten ist alles frei. So, jetzt habe ich auf der Seite, auf der linken Seite, all meine Einheiten verloren. Der Sherman zieht sich immer noch zurück. Was für ein Wichser. Der macht hier gar nichts mehr. Keinen Furz. Tja, gut, egal. Kann man nicht ändern. Die lasse ich jetzt alle dort, weil die müssen ja hier zwangsläufig vorbei. Das Blöde ist, dass ich mit dem Mörser
nicht bis hier hinten rankomme. Und da werden sie jetzt alles erobern, das ist natürlich blöde. Der Panzerwagen ist weg. Ja, meine Einheiten habe ich ja hier auch nicht. Ich habe da noch die... Da ist eine 50 Kerl noch, und was habe ich hier? Hier ist noch eine Pack. Okay, na, dann kann es ja noch was werden. Die habe ich gar nicht gesehen. Wir sollten ja die Vorder-, wir sollten ja alle Frontlinien halten für 3 Runden. Ich glaube, das ist dann hier auch gleich verloren. Jetzt zieht er sich schon wieder zurück. Wieso haben die hier noch hingeschossen? Was ist denn hier noch? Doch keine Einheit mehr hier. Bestimmt nicht. So, jetzt haben wir einen kaputten Panzer. Ja, toll, wenn alles abprallt. Super! Dieser Raketenwerfer, der muss weg. Ja, so sieht das aus, wenn man alles verkackt hat. Kann ja auch nichts machen. Außer gleich wieder die Runde beenden. Und ich schätze mal, das wird die finale Runde sein, weil eigentlich sollte ich nicht mehr zu, ja, gut, viele Truppen habe ich nicht mehr. Weitermachen. Die nächste Angriffswelle rollt dann, hab ich ein Glück. Die Bazooka ist jetzt noch was, oder? Oh! Ja, gegen so eine Panzerübermacht kann man auch nichts machen. Das ist ja normal. Und die schießen alle auf das ein und dasselbe Ziel. Was für ein Scheiß. Ja, toll. Ein Ziel von wie vielen weg? Ist doch nicht normal, ey. Ich benutze gleich die Mörsereinheit wieder hier. Wenn wir Raketenwerfer weg haben. Vielleicht, hoffentlich treffe ich davor, davor vielleicht noch den Panzer oder so. Armselig, echt. Was für eine Scheiße. Wahrscheinlich 67. Scheiße, wenn alles abprallt. Tja, tolle Wurst. Was habe ich hier noch für Einheiten eigentlich? Weiter geht's. Ich habe nur noch die zwei hier unten drin. Die LKWs, aber da ist ja nichts drin. Die LKWs. So ein Scheiß. Na, sieht das schon mal richtig gut aus. Die ganze Einheit aufgeraucht. Offensichtlich Siegpunkt verloren. Ist es denn zu fassen? Die Mission muss ja gescheitert sein. Und der letzte LKW getroffen. Das dachte ich mir schon. Jetzt habe ich nur noch die Mörsereinheit hier.
Erst rein. Ohne meckern. Gibt die Kerl, kann ich gar nichts ausrichten. So, also mit der Pack auch nichts. Die hätte ich vorbewegen können, aber ich lasse sie jetzt da drin. Denke ich mal. So, jetzt mit dem drohenden Panzerwagen. Na, guck mal. Was macht die denn jetzt noch alles fertig? Siegpunkt verloren. Gut, daher. Ist einfach hingefahren da. Zisse! Siegpunkt verloren. Hier, hallo? Den hält keiner auf. Die Deutschen sind durchgebrochen, bevor eine weitere Verteidigung auf denen organisiert werden konnte. Ja, wie hätte das auch klappen sollen? Ziel nicht erfüllt. Ja. Also es ist schon wirklich wichtig, dass man taktisch seine Einheiten, obwohl positioniert. Ich habe das jetzt hier auch alles zum ersten Mal gemacht. Und ja, ich bin jetzt also, weiß ich nicht, guck mich nicht so vom Hocker. Ist nicht so das Schlechteste, was ich je gespielt habe, aber haut mich auch nicht so vom Hocker. Ist jetzt nicht irgendwas, was ich häufig spielen würde oder vielleicht sogar nochmal spielen würde. Ich gehe mal davon aus, das hat jetzt auch alles nicht gut, weil die Offensive ist auf jeden Fall härter, nicht ohne Grund, ne? Man kennt ja aus der Geschichte. Und ja, ich weiß nicht, was für ein Fazit soll ich hier abgeben. Also eigentlich ist es nett gemacht, aber halt einfach nicht mein Spiel. Es ist nicht mein Spiel, was ich irgendwie häufiger spielen würde. Und obwohl ich Strategiespiele mag, ist das, irgendwas fehlt mir hier. Ich kann es nicht genau beschreiben. Ich muss aber zugeben, dass der Schwierigkeitsgrad doch relativ hoch ist und die Missionen auch recht lange dauern können. Denn ich finde ja nicht, dass ich das jetzt, ich habe mir jetzt nicht ewig Zeit gelassen und hier geguckt. Ich habe die einfach platziert und selbst da dauert das schon ziemlich lange. Obwohl wir wieder verloren haben, ne? Ja, also, ich glaube, das Spiel ist jetzt erstmal von meinem Rechner, von meiner Festplatte. Aber wem es gefallen hat, ja, kann sich das wahrscheinlich überall irgendwo abends oder Trödelmarkt oder neu für 1 Euro oder 2 kaufen. Dann kriegt man wirklich überall. Zur Not hätte ich es noch hier, braucht man mich nur anschreiben, privat, ne? Und ja, trotzdem erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bei irgendeinem anderen Video dann wieder. Also, vielen Dank, Leute. Ciao.